Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es bei uns diesen superschnellen Mandarinen-Schmandkuchen und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Mandarinen-Schmandkuchen verwende ich 3 Becher Schmand, 750 ml Milch, 150 Gramm Zucker, 2 Dosen Mandarinen und den Saft habe ich aufgefangen, 2 Päckchen Puddingpulver, 1 Päckchen Tortenguss und dann benutze ich noch einen fertigen Mürbeteig. Das war's auch schon und jetzt können wir gleich loslegen. Ich verwende für den Kuchen eine 28er Springform, die habe ich schon eingefettet und da kommt jetzt der Mürbeteig rein. Der Mürbeteig ist eckig, ich tue den jetzt erstmal so rüber und alles, was überlappt, werde ich abschneiden und dann die Lücken damit füllen. Ich habe den Mürbeteig jetzt soweit fertig in der Backform und jetzt kann ich die Schmandcreme vorbereiten. Dafür nehme ich jetzt einfach nur die Milch. Und die beiden Päckchen Puddingpulver. Das rühre ich jetzt rundum, bis es klümpchenfrei ist und dann koche ich den Pudding einmal auf. So, der Pudding ist jetzt fertig, den werde ich jetzt in eine andere Schüssel tun. So, in den warmen Pudding rühre ich jetzt den Zucker. In die Puddingmasse tue ich jetzt die 3 Becher Schmand. So, die Schmandcreme ist jetzt auch fertig. Die kann jetzt direkt auf den Mürbeteig gegeben werden. Ich nehme mal hier meinen fertigen Mürbeteig. Da gieße ich jetzt die Schmandcreme rauf. Den Backofen habe ich schon vorgeheizt auf 160 Grad Umluft. Auf der Schmandcreme werde ich jetzt die Mandarinen verteilen. Den Saft von den Mandarinen, den brauche ich später für den Tortenguss, den tue ich vorerst beiseite. Und der Kuchen kann jetzt in den Backofen und zwar für 50 bis 60 Minuten. Im Anschluss sage ich euch die genaue Zeit. Der Mandarinschmandkuchen ist jetzt aus dem Backofen raus. Ich habe ihn genau 60 Minuten gebacken und ich lasse ihn jetzt komplett auskühlen. So, der Kuchen ist jetzt über Nacht komplett ausgekühlt. Jetzt werde ich noch den Tortenguss drüber tun. Ich hatte ja gestern von den Mandarinen den Saft aufgefangen. Das sind genau 250 Milliliter. Da mache ich jetzt den Tortenguss draus. Und ich werde keinen Zucker benutzen, weil der Saft ja eh schon gezuckert ist, weil das eh süß ist. Also tue ich keinen weiteren Zucker dazu. Der leckere Mandarinen-Schmandkuchen ist jetzt komplett fertig. Ich habe auch den Guss drüber getan und ich tue ihn jetzt nur noch für 1-2 Stunden im Kühlschrank, damit er auch schön kalt ist. Probiert diesen leckeren Mandarinen-Schmandkuchen unbedingt mal aus. Der ist super einfach zu machen und wenn es mal schnell gehen muss, ist so ein fertiger Mürbeteig wirklich sehr praktisch.
Wenn euch mein Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.